Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die absolute, relative und prozentuelle Häufigkeit bestimmt wird. Außerdem, wie du mit einer Häufigkeitstabelle umgehst, das heißt, wie du sie erstellst und die einzelnen Werte einträgst. Außerdem, was Ereignisse sind und wie man diese bestimmt. Und wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unsere Ziele für dieses Video werden sein, einerseits Wahrscheinlichkeiten mit Häufigkeiten zu schätzen. Das haben wir im Begrüßungsvideo auch schon mal kurz angesprochen. Und außerdem Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mit Hilfe von relativen Häufigkeiten berechnen. Wir sind jetzt hier in der vorletzten Box der Arbeitsblattreihe und es geht wieder mal um einen gezinkten Würfel, dessen Wahrscheinlichkeiten wir noch nicht kennen, aber es wurde hier 1000-mal gewürfelt und in dieser Häufigkeitstabelle, die wir hier sehen, ist einfach jeweils die Anzahl der Würfe, die die jeweilige Augenzahl gezeigt haben, eingetragen. Also wir sehen hier zum Beispiel, dass vor allem der Dreier und der Sechser besonders häufig gewürfelt wurden. Das heißt, wir könnten jetzt vermuten, dass der Würfel so gezinkt ist, dass er vor allem einen Sechser anzeigt. Und in weiterer Folge, wir haben jetzt zwei Teilaufgaben, sollen wir zuerst einmal dann bestimmen, wie die relativen und prozentuellen Häufigkeiten für die jeweilige Augenzahl ausschauen. Und zur Erinnerung, die relative Häufigkeit bestimmen wir, wenn wir die absolute Häufigkeit durch die Anzahl aller Werte dividieren. Das heißt, wir nehmen einfach die absoluten Häufigkeiten aus der Häufigkeitstabelle und dividieren sie dann durch die Anzahl der Versuche, die durchgeführt wurden bei diesem Zufallsexperiment. Ich bitte dich jetzt einmal, so wie immer, das Video zunächst kurz zu pausieren und zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Den Vergleich machen wir danach dann gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Ergebnisse notiert. Wir fangen jetzt an, dass wir einfach der Reihe nach alle Augenzahlen von 1 bis 6 durchgehen und jeweils in die Formel einsetzen. Zunächst einmal überlegen wir uns, was in unserem Fall hier das n ist. Wir sehen in der Angabe, dass 1000 mal gewürfelt wird und das heißt jetzt n ist in diesem Fall gleich 1000. Und die absoluten Häufigkeiten, wie bereits erwähnt, lesen wir dann einfach aus der Häufigkeitstabelle in der Angabe ab. Damit kommen wir dann für die Augenzahl 1 auf 84 geteilt durch 1000, also 84 Tausendstel. Und so machen wir jetzt weiter für die restlichen 5 Augenzahlen. Wir bekommen dann 190 Tausendstel für die Augenzahl 2, 218 Tausendstel für 3, 127 Tausendstel für 4, 139 Tausendstel für 5 und 242 Tausendstel für 6. Jetzt haben wir hier die relative Häufigkeit in Bruchdarstellung. Wir könnten das auch als Dezimalzahl angeben, aber da das jetzt hier in der Angabe nicht extra gefragt ist, müssen wir das nicht machen. Die prozentuelle Häufigkeit sollen wir aber schon bestimmen. Das machen wir, indem wir einfach die relative Häufigkeit in die Prozentsatzdarstellung umwandeln. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, die wir unter anderem in dieser Videoreihe schon einmal angesprochen haben. Wir machen das jetzt in einem Kurzdurchlauf. Wir können das entweder einfach ablesen oder wir können auch die Zahl durch 1000 dividieren und dann mit 100 multiplizieren. Wie auch immer du das umwandelst, du kommst dann für die prozentuelle Häufigkeit auf 8,4% für 1, 19% für 2, 21,8% für 3, 12,7% für 4, 13,9% für 5 und 24,2% für 6. Vielleicht ist dir hier aufgefallen, dass wir einfach das Komma quasi eine Stelle nach vorne verschoben haben. Also so, dass die eine Stelle im Zähler dann eine Stelle hinter dem Komma steht. Jetzt haben wir hier die prozentuellen Häufigkeiten und diese brauchen wir dann auch für die Teilaufgabe 2. Wir sollen diese jetzt nämlich als Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeiten verwenden. Im Begrüßungsvideo haben wir schon mal angesprochen, dass wir relative oder prozentuelle Häufigkeiten verwenden können. Und wir tun dann quasi so, als ob das unsere Wahrscheinlichkeiten sind. Also wenn wir einen Zufallsversuch ganz oft durchführen, dann sehen wir halt bestimmte relative Häufigkeiten und wir können dann davon ausgehen, je öfter wir das machen, umso genauer wird das dann quasi. Also wir können dann davon ausgehen, dass das circa die Wahrscheinlichkeiten sind. Und genau das machen wir jetzt hier. Und bei der Teilaufgabe 2 sollen wir die Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit diesem Würfel, den wir hier haben, eine gerade Augenzahl zu würfeln. Also das Ereignis, das uns hier interessiert, ist Wahrscheinlichkeit für gerade Zahl. Ich bitte dich jetzt auch hier dann wieder das Video kurz zu pausieren. Ich habe hier nochmal den Hinweis eingeblendet, dass wir hier die dritte Eigenschaft der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov brauchen und auch hier die Teilaufgabe selbstständig zu lösen. Den Vergleich gibt es danach wieder gemeinsam. So, jetzt schauen wir uns an, was wir dafür brauchen. Wir haben jetzt schon mehrmals mit diesem Ereignis zu tun gehabt und dann wissen wir, wir brauchen für die geraden Augenzahlen einfach alle geraden Augenzahlen. In diesem Fall sind das Elementareignisse, also dürfen wir hier die einfach zusammenzählen. Der Zweier, der Vierer und der Sechser sind alle geraden Augenzahlen
und die entsprechenden prozentuellen Häufigkeiten, die wir jetzt als Wahrscheinlichkeiten verwenden, lesen wir einfach aus der Tabelle ab. 19, 12,7 und 24,2%. Diese zählen wir jetzt einfach zusammen und dann kommen wir in Summe auf 55,9%. Wir können das jetzt so interpretieren, dass in ein bisschen mehr als der Hälfte aller Fälle, schätzen wir, wird eine gerade Zahl gewürfelt werden. Und damit sind wir dann auch schon fertig. Jetzt noch kurz zur Zusammenfassung. Wir haben hier die beiden Häufigkeitstabellen. Und wir haben jetzt hier die Richtung gemacht, dass wir mit Hilfe der relativen Häufigkeiten, also auf der rechten Seite hier, die Wahrscheinlichkeiten schätzen. Die Umkehrung gibt es auch. Und wenn wir uns dann die andere Richtung anschauen, überlegen wir uns das so. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Sechser schauen und wissen, dass die Wahrscheinlichkeit 24,2% beträgt. Also angenommen, wir haben jetzt das in der Angabe stehen. Die Wahrscheinlichkeit beträgt so und so viel Prozent. Dann können wir das nehmen und damit relative Häufigkeiten vorhersagen. Oder in dem Fall auch absolute Häufigkeiten. Wenn wir dann zum Beispiel 1000 Mal würfeln, also wir drehen jetzt quasi dieses Beispiel einfach um, dann gehen wir davon aus, wenn wir diese Wahrscheinlichkeit haben, dass dann 242 von 1000 Würfen im Schnitt einen Sechser zeigen werden. Das ist dann die umgekehrte Richtung. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.